Denkt ihr über das Erstellen einer Webseite nach, kommt ihr relativ schnell mit dem Begriff Theme in Berührung. Für die Installation von Themes gibt es verschiedene Herangehensweisen, die wir euch nun im Einzelnen erklären. Loggt euch zunächst in euer WordPress-Backend ein. Fahrt mit der Maus über den Menüpunkt Design und klickt auf Themes. Mit jeder WordPress-Installation werden bereits drei Standard-Themes vorinstalliert, die euch hier angezeigt werden. Das derzeit aktive Theme erkennt ihr an diesen grauen Balken. Möchtet ihr ein neues Theme installieren, könnt ihr entweder auf diese große Fläche oder auf den Button Hinzufügen klicken. Ihr gelangt nun zu den vorgestellten Themes. Ihr könnt euch aber auch die populärsten oder die neuesten anzeigen lassen. Habt ihr bereits eigene Vorstellungen, wie eure Seite später aussehen soll, könnt ihr nach den Funktionen filtern. Fahrt mit der Maus über die Kachel und klickt auf Details und Vorschau, um euch ein Theme genauer anzuschauen. Habt ihr euch entschieden, klickt ihr auf Installieren. Keine Scheu vor der Installation. Die Themes sind nach der Installation erst einmal deaktiviert. Euer aktuelles Webdesign bleibt zunächst also unverändert. Außerhalb von WordPress gibt es unzählige Plattformen, auf denen ihr nach Themes suchen könnt. Auf ThemeForest findet ihr tausende von kostenpflichtigen Premium-Themes. Auch hier könnt ihr das vor dem Kauf in der Live-Preview testen. Speichert euch die ZIP-Datei nach dem Kauf an einen Ort, den ihr gut wiederfindet. Wechselt in das WordPress-Backend, klickt auf Hinzufügen und anschließend auf Theme hochladen. Wählt die Datei aus und klickt auf Jetzt installieren. Nach dem Upload öffnet sich eine neue Seite, über die ihr das Theme nun aktivieren könnt. Verbindet euch dazu mit Hilfe eines FTP-Clients mit eurem Webspace und ladet den vollständig entpackten Theme-Ordner komplett in den Ordner Themes unter WP-Contents hoch. War dies erfolgreich, wird das Theme im Backend von WordPress sichtbar und kann nun aktiviert werden. Ihr seht, die Installation eines Themes in WordPress ist meist mit wenigen Klicks erledigt. Denkt aber bitte immer daran, ein Backup eurer Website und der Datenbank zu machen, bevor ihr auf ein neues Theme wechselt.